Ausländer. Ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Du hast alles gewonnen bei Allah. Ich vergessen, dass du immer machst. Allah. Was ist für eine Tiote hier? Ich will schlafen. Halt dein Maul! Da Hansi! Hansi muss auch immer eingebaut werden, Hansi. Wie seine Tochter da reinkam, ne? Unglaublich. Boah, ich will schlafen! Wann hat er sie gepackt? Hast du, das hört man so, ne? Unglaublich. Yo, 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 Hip-Hop, yo. Oh, Rap, ist so gut, Rap. Ihr hört das auch so gut. Boah, ich bin so ein Rapper schon. Yo, ich werde Millionär. Ich will viel Geld. Es sind schon sehr, sehr legendäre Videos, ehrlich. Dr. John, der macht schon Legendenvideos. Sehr, sehr legendäre Videos. Ich habe mich totgelacht, ey. Dr. John. Dr. Johnny. Johnny, la gente este muy loca. Was für ein Mensch bist du? Ein ganz normaler Mensch, der lacht. Bist du kein Mensch, der lacht? Lachst du nicht? Guten Abend. Grüß dich, mein Guten Abend. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Ich bin gerade eben mit dem Account von meiner Schwester drin, weil ich kein TikTok mehr habe. Und zwar, ich habe eine Frage bezüglich Lobpreis. Wie stehst du eigentlich dazu? Lobpreis, den Herrn Lobpreislieder zu singen? Ja. Ja, da stehe ich sehr gut dazu. Okay, wenn das so mit Rap so in Verbindung gebracht wird, was sagst du dazu? Würdest du sagen, es ist fleischlich? Ja, also dieses Rap ist nicht so mein Ding, aber eigentlich, was den Herrn verherrlicht, ist eigentlich gut, aber du musst da abwägen, ne? Wenn auf einmal diese Beats dazu auch verleiten, andere Musik auch direkt mitzuhören, weil du hörst ja diesen Beat und der hört sich so drillmäßig an und dann kriegst du auf einmal das Verlangen, auch andere Drill-Songs zu hören, verstehst du? Und das hat auch gar nichts mehr mit dem Herrn zu tun. Deswegen rate ich dir immer, irgendwas so Ruhiges dir anzuhören, verstehst du? Was Ruhiges, was das fürs Herz so balsam ist. Okay, verstehe. Ja. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid, nur weil ich beschäftige mich momentan sehr, sehr viel damit und ich bin halt in gesetzliche Kreise reingekommen, weißt du, ich war anfangs sehr, sehr erfüllt vom Herrn und jetzt gerade so wieder auf dem Weg dahin, nur es ist halt sehr, sehr schwierig momentan, weil mein Gewissen sehr, sehr geplagt wurde davon, ne, sag ich mal so, von diesem ganzen Gesetzlichen, dass man... keine Ahnung, ich habe mich früher halt gerne so für mich selber angezogen und dann auf einmal in Hemd und Lackschuhe, weißt du, so russlandsdeutschmäßig. Okay. Ja, deswegen war für mich. Fehlt nur noch, dass du Wodka und Eis dir dann mit hast, oder was, ne? Ja, genau. Und diese Pieper, diese Kerne. Ja, aber ansonsten. Lackschuhe. Lackschuh. Ich hoffe, es geht dir gut, Mann. Ich werde für dich. Ja, Jesus. Ich hoffe natürlich, dass du aus dieser Gesetzlichkeit rausgekommen bist und unter der Gnade des Herrn Jesus Christus dich stellst. Ich versuche es immer mehr. Nur es fällt mir schwer, es wieder für mich anzunehmen, weißt du? Und das ist das, wo ich zum Beispiel, wenn ich auf Hebräer 6 dann komme, dann kriege ich so Anklagen einfach vom Feind, dass er sagt, ja, du wurdest nur erleuchtet, du kannst nicht mehr zurück zur Buße und. Und ja, das ist ziemlich schwierig. Ich werde dir dankbar. Nee, wenn du einmal weggegangen bist, wenn du einmal aus dem Glauben ausgetreten bist und zum Beispiel dir andere Glauben so gesucht hast und dann auf einmal wieder umkehren willst, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ne? Das ist das. Aber wenn du auf einmal ein bisschen in der Gesetzlichkeit warst,
und erkannt hast, dass du falsch da lagst und auf einmal wieder umgekehrt bist. Das ist, glaube ich, eine andere, ganz andere Schiene, ganz andere Sache. Nee, ich sag nicht so, dass ich mir irgendwas anderes angeguckt habe, weil für mich ist definitiv klar gewesen, dass der Herr die absolute Wahrheit ist und es gar keine andere außerhalb geben kann. Das war für mich absolut klar. Nur sehr, sehr viele Anklagen, weißt du? Dass ich das nach dem Motto. Du sollst halt nicht in Irrlehren verharren, ne? Da, ne? Ja. Ja, wenn du, ich weiß nicht, du hast, also ich habe mal von einigen Brüdern gehört, dass du nicht gerne evangelisieren gehst mit anderen Geschwistern, weil du sie nicht in Gefahr bringen möchtest. Aber ich hoffe, dass der Herr mal vielleicht die Gelegenheit schenkt, dass wir vielleicht auch mal gemeinsam irgendwie dem Herrn dienen können. Ich wäre sehr, sehr dankbar. Ja, das Problem ist mittlerweile, wenn ich irgendwo auftauche, dann wirst du mit Sicherheit sehen, dass auf einmal eine ganze Menschenmenge auftaucht, um mit mir zu reden. Das ist das. Ich kann ja also nirgendwo stehen bleiben, weil sehr viele Menschen auf der Straße mich erkennen und zu mir kommen wollen, um mit mir zu reden. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Sorry, da war gerade entweder ich hatte schlechte Verbindung oder du. Hatte das nicht so. Ja, also bei mir ist es halt nicht mehr so einfach wie vorher. Vorher war es so ein bisschen einfacher, ne, wo ich so ganz normal Traktate und alles mögliche verteilt habe. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr bekannt geworden. Ne. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe heute Johannes 8 gelesen, wo die Brüder gesagt haben, wenn du, warum machst du das im Verborgenen, wenn du Fame sein willst? Ne? Also zum Herrn. Und ja, ich finde das krass, weil ich hatte Johannes 8 gelesen, wo die Brüder vom Herrn gesagt haben, warum tust du die Werke im Verborgenen, wenn du doch öffentlich, also keiner tut die Werke im Verborgenen, wenn er doch öffentlich bekannt sein will, ne? Und ich finde das krass, weil. Du willst ja deinen Glauben öffentlich bezeugen, ne? Ja, sowieso. Das sowieso. Ja, ich sag dir, dieses ganze Gesetzliche hat mich ein bisschen geplagt und momentan bin ich einfach wieder am Versuchen, diese Mitte zu finden, dass ich einfach wieder unter die Gnade komme und sie die Gnade auch schätze. Aber wie gesagt, so sieht's aus. Ja, ich wünsche dir wirklich vom Herzen alles Gute und der Herr segne dich reichlich. Ich dir auch, mein Lieber. Gott segne dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Und schöne Grüße von meiner Schwester Rosa. Ja, schöne Grüße zurück. Gott segne deine Schwester. Okay, Bruder, bis dann. Ciao. Okay, ciao. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte mal kurz auf die Thematik eingehen, die ich gerade mitbekommen habe. Der eine hat ja gesagt, irgendwie, du würdest ja die Leute auslachen und wärst so aggressiv. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage mal, nach meiner Einstellung, Gott liebt authentische Menschen. Der Herr Jesus liebt Menschen, die so sind, wie sie sind. Keine weichgespülten, ja, irgendwie mit einer roten Brille. Weißt du, was ich meine? Genau so sieht's aus. Der Herr Jesus Christus mag keinen Laubarm. Und wenn die so real und echt sind, so wie sie sind, und genau die richtigen Mitarbeiter, die der Herr wirklich auf dein Feld braucht, und so sollte es sein. Dieser Filter, was ist das für ein Geschenk? Das ist Son Goku, Dr. Sheikh Son Goku, ey. Ich habe Super Saiyan überschritten. Ja. Deswegen fand ich, sagen wir mal so, dir wird angeprangert zu sagen, dass du irgendwie die Leute aussagst. Ich sehe es überhaupt gar nicht so. Die Sachen, was die Leute sagen, ist eben viel Witz drin. Und wenn ich sage mal, wenn man darüber lachen möchte, dann ist das korrekt. Angriff. Du bist so, wie du bist, wie der Herr dich gemacht hat. Ja. Wenn der Herr dich so erstellt hat, wie du bist, dann nehmen wir dich so an, genau wie der Herr dich will. So sieht's aus. Die Leute merken das, wenn du dich verstellst. Das ist das, wenn du nicht du selber bist, dann brauchst du das Ganze gar nicht zu machen. Wenn du also diese monotone Schiene fährst, so, was bringt das? Was ist das?
Weißt du, das ist irgendwie ein unechtes Christsein. Das ist so, ich möchte keinen anschleimen, ich möchte keinen irgendwie einer Spur hinuntergehen. Ich möchte für den Herrn leben, wie der Herr mich gemacht hat. Ja, und so real will ich sein. Du hast ja auch so gerade so schön gesagt, wo der Herr im Tempel war, hat er ein Seil genommen, ist eine Peitsche gemacht. Ja. Er wird bestimmt nicht locker flockig rumgegangen sein. Der hat die Leute rausgejagt. Er hat sie aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes rausgejagt. Er hat es sauber gefegt. Ja. Und so wird der Herr Jesus wiederkommen, als brüllender Löwe. Und nicht als weichgespülter, wie sie alle denken. Ja, du siehst, dass der Herr Jesus Christus auch dementsprechend mit Menschen, die gegenüber seinem Vater und in der Lehre so ganz komische Dinge gesagt haben, wo er dann mit denen hart auch gesprochen hat. Ne? Und er hat sie auch Teufelskinder und Otterngezücht genannt. Ne? Richtig. Teufelsbuch, Otterngezücht und so. Ne? So sieht's aus. Richtig. Der Herr Jesus Christus ist scharf in seinen Worten, aber das ist ja auch der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir so sind wie der Jesus. Der Jesus ist der Jesus. Und wir sind immer noch wir Menschen. Und deshalb können wir uns glücklich schätzen, dass der Herr Jesus Christus kam, um uns zu befreien von dem Fluch der Sünde. Richtig. Natürlich ist es, ich will nicht sagen, ein Muss. Das ist eine wunderbare Sache, den Herrn Jesus zu folgen, deinen Fußstapfen zu folgen. Natürlich werden wir nie so sein wie der Herr. Ist unglaublich. Aber ihn zu lobpreisen, ihm nachzufolgen, das ist, glaube ich, das Schönste im Leben, was wir haben können. Ihn zu erkennen, dass er unser Erlöser ist, unser Retter ist, unser Heiland ist. Und nicht Amen. Irgendwie einen Götzen oder irgendetwas in der Herzen auf den Armen. Und das zu erkennen, gerade in der, ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen irgendwie von einer evangelischen Kirche, die haben irgendwie so einen Auftrag aufgegeben, da kam heraus, ich glaube vor 2 Tagen, dass über 50% der Deutschen aus den Kirchen austreten. Das heißt, dass wir über 50% Atheisten allein in Deutschland haben werden. Na klar, ist ja, die totale Scheißarbeit. So wie die Bibel das sagt, ne? Ja. Ja, und dass nur die, die gerettet sind, das sind die, die den Herrn Jesus nachfolgen. Unser Weg ist jetzt schwer. Wir werden angefochten auf jeder Ecke, allein auf diesem Gebiet. Früher war es mal christliches Land, heute ist es nicht mehr, heute ist es Missionsgebiet. Aber dass wir jetzt aushalten und jetzt angegriffen werden, alles, was in der Welt passiert, soll so sein. Ich hatte zum Beispiel mein Sohnemann, der legt sich jetzt schon zur Zeit mit den Religionslehrern an. Der Religionslehrer sagt zu ihm, alle sind gerettet. Das muss ich mal reinziehen. Egal wer, Jesus liebt alle. Mein Sohnemann mit 16 sagt, er nimmt sich nein. Erst wenn man den Herrn Jesus annimmt, den Retter, dann ist man gerettet. Das Tor zu ihm ist schmal, aber das große Tor zur Hölle ist breit. Dann guckt ihn der Religionslehrer an und macht den Mund nicht mehr zu. Aber das ist das, was in den Schulen gelehrt wird. Das nennen wir, ist schon richtig, Religionsunterricht, das Wort richtig ist ja Religion. Und wir haben keine Religion. Der Jesus ist so sieht's auch. Gott in Person und keine Religion. Religion ist vom Menschen gemacht. So sehe ich. Und ich finde dich so authentisch und so echt. Und wenn einer denkt, dass das ein Angriff ist, ist kein Angriff. Der hat dich so toll gemacht, wie du bist. Und ey, du hast ein tolles Lachen. Und das ist schön. Und dann sollte man positiv sehen. Und nicht Danke. Angriff. Ich sehe doch lieber. Danke. Menschen, soll ich den Tee machen oder was? Brauchst du irgendwas? Soll ich dir Kekse holen und so? Soll ich den Tee machen? Nein, ich mache gerade Essen für meine Kinder, das reicht schon. Kann ich was für dich machen? Soll ich dir was für dich holen? Nein, das ist alles okay. Ich habe schon meinen Tee getrunken, Essen wird jetzt gemacht, ist perfekt. Na, danke dir für deine Worte, mein Lieber. Möchtest du noch was sagen? Nein, ich möchte nichts sagen. Ich wollte einfach nur sagen, es ist toll, dein Lachen zu sehen, dass für den Herrn da ist.
Amen. Dankeschön, Amen. Mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Mustafa. Aber wie kommt es denn? Du bist Mustafa und du bist Christ. Ja. Okay. Wie das ist ja einer der Namen von Mohammed, Mustafa, ne? Ja. Aber ich habe damit so wenig zu tun wie der Apfel und die Birne. Mein Papa kommt aus Bulgarien. Mein Papa heißt Mustafa. Davor Mustafa, alles Mustafa irgendwie. Bulgarien ist alles irgendwie durch den Kommunismus irgendwie durchgeprägt worden. Irgendwann kam ja, glaube ich, der Osmanenreich. Und mein Vater ist ganz stark kommunistisch erzogen worden. Ey, das musst du dir mal reinziehen. Wo ich ein kleines Kind war, habe ich meinen Vater gefragt, was ist Gott? Da war ich, glaube ich, 11, 12, 13. Da machte mein Vater das Portemonnaie auf und sagte, das ist Gott. Der Kapitalismus. So bin ich eigentlich groß geworden. Meine Mutter ist Deutsche, so ein Kriegskind. Die hatte eigentlich, Gott war für sie einfach nur wie durch den Krieg gezogen worden. Ich habe von ihr das Vater Unser gelernt, das war's. Ich mache ja seit, wann ich, Jahrzehnten Kampfsport, bis zum geht nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange noch. Unterrichte auch. Oh. Und da habe ich auch den Buddhismus auch ein bisschen ausgeübt. Hat aber nicht funktioniert. Mich selber zu erleuchten, hat irgendwie nicht funktioniert. Allein zu meditieren, hat mir die Knie eher wehgetan und den Rücken. Funktionierte irgendwie nicht. Aber durch irgendwie Schicksale, die wir im Leben kennen, habe ich Gott gesucht. Und dann sagte ich mir, hey, wenn es Jesus gibt, oder in diesem Moment, dann soll er sich zeigen. Ich habe mich wirklich in diesem Moment mit Jesus angelegt. Hey, wenn es dich gibt und du mich aus dieser Scheiße rausholen kannst, zeig mich. Zeig dich mir. Und ganz ehrlich, er hat sich gezeigt. Er hat mich aus diesem großen Müll rausgeholt, aus diesem großen System. Wow. Er hat mir gezeigt, dass er ja wirklich existiert. Das ist so krass. Egal welchen Namen ich habe, ob ich Mustafa oder irgendwie heiße, Namen sind Namen. Das ist mir eigentlich komplett alles egal. Der Herr hat gezeigt, dass er lebt. Dass er so tief mich rausgeholt hat und mir ein neues Leben gegeben hat. Dafür bin ich so dankbar. Und keiner, der den Herrn kennt, der den Herrn wirklich kennt, der weiß nicht, dass er ja wirklich existiert. Ihr könnt über ihn fluchen, ihr könnt über ihn lachen. Aber wenn ihr ihn herausfordert, wie ich es getan habe, wird ihr den Herrn kennenlernen und wisst ihr ganz genau, dass Gott so großartig ist, so toll ist. Und ich spreche wirklich aus meinem Herzen. Und dafür danke ich ihm. Und deswegen sage ich mir, heute stehe ich zu ihm. Ich will kein U-Boot-Christ sein, der unten drunter ist und Angst hat zu sagen, ich bin Christ, nur weil ich mich wie Mustafa heiße. Ich möchte wirklich stehen, egal, und wenn es auf dem Marktplatz ist oder Freunde, Familie, Verwandte, egal wo, möchte ich zu ihnen stehen. Und das auf den letzten Tag. Sehr gut. Lebendiger Glaube, siehst du, so ist das. Und es ist das, weil ich weiß, was der Herr mir gegeben hat. Ich weiß, dass er da ist. Und das ist das, wie ich meine Mutter noch, ich danke dem Herrn, dass die Mutter, meine Mutter noch da ist, greifen kann. So ist der Herr lebendig. Das erinnert mich direkt an den 2. Korintherbrief. Ich muss mal ganz kurz mal gucken, an den 2. Korintherbrief, der hat mich sofort daran erinnert, dass der Apostel Paulus so viel durchmachen musste und trotzdem niemals den Glauben aufgab. Ne? 2. Korintherbrief. Du kannst ruhig weiterreden. Ich muss kurz noch was suchen. Erzähl ruhig weiter, die Geschwister sollen dir gerne. So näher ich den Herrn war oder bin, so mehr hat der Satan mich angegriffen. Weil natürlich, was soll, solange ich in dieser Welt gehöre, lässt der Satan mich so, wie ich bin. Ne? Ich gehöre zu ihm. So mehr ich den Herrn bin, so mehr kommen die Angriffe. Und ich habe sie gemerkt. Und ich wusste eins, was ich habe, ist das Einzige, das Gebet. Das ist meine Waffe gewesen. Das Gebet war meine Waffe. Das war meine WLAN-Funktion zum Herrn. Das ist so das Genialste, das Geile, was ich hatte. Und so mehr ich gebetet habe, auf die Knie gegangen bin und den Herrn wirklich gesagt, Herr, sei bei mir, schütze mich, führe mich und leite mich, hat er mich aus dem größten Mist rausgeholt. Und ich weiß und ich bin dankbar heute für ihn. Ich bin Christ seit, ich bin, glaube ich, 2000 zum Glauben gekommen. 2000, 2001 bin ich
getauft worden, heißt nicht zum Glauben kommen. Was ich meine, ist ja immer nur eine öffentliche Sache. Den Herrn Jesus anzunehmen und zu sehen, dass er mein Herr und mein Gott ist. Das ist genau das, was wichtig ist. Und keine Taufe, kein äußerliche Zeichen. Und das hat er mir gegeben. Das hat gerade so schön gesagt. Du hast gesagt, ein lebendiger Glaube. Ein lebendiger Glaube ist, mit den Herren jeden Tag aufzustehen, zu essen, zu frühstücken, zu arbeiten. Oh, sogar ganz kurz, Mustafa, ganz kurz. Ja. Wir haben die 1 Million geknackt. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Wahnsinn. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, ne, dass wir so nach vorne brettern. Wahnsinn. Ey. Schau dir das an. Mit 1 Million Likes, ne? Was ist die mit so einem Gefühl? Ja, die Frisur ist genial. Vielen lieben Dank. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Das ist die Liebe Gottes in Christus Jesus zu meinen Geschwistern und zu den wundervollen Menschen, die hier drin sind. Lasst mich euch das mal vorlesen, was der Apostel Paulus uns mitgibt zum 2. Korintherbrief, und dann beenden wir den Stream. Du kannst beim nächsten Mal auch wieder dabei sein, Mustafa. Da kannst du uns weiter erzählen. Pass mal auf, ich lese das mal vor, damit das uns wieder Balsam gibt für unsere Seele. Zuschrift und Gruß. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinden Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Acharia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bedrängnis und Trost im Dienst des Apostels. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Vers 6. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden, werden wir getröstet. So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in Provinz Asia widerfahren ist. Guck mal, was dem Apostel Paulus widerfahren ist. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitten für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseren Willen. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tage des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm, oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass mir auch nein, nein wäre? Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich
und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freunde, denn ihr steht fest im Glauben. Amen. Amen. So ist das. Und die ganzen Bedrängnisse, die der Apostel Paulus durchmachen muss, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das ist so krass. Schiffsbruch erlitten. So heftigste Sachen. Und wir sind schon bei jedem Windstoß, kriegen wir sogar Angst. Leute, ich bitte euch, kommt aus eurer Komfortzone raus, jeder, der mir gerade zuhört, habt keine Angst, lasst die Furcht durch die Liebe komplett, ja, lasst die Liebe in euch komplett werden und dass die Furcht aus euch rauskommt. So sieht's aus. Okay, ihr Lieben, möchtest du noch was sagen, Mustafa? Nein, ich bin wunschlos glücklich, bin der Herrn. Wunschlos glücklich, ja, wundervoll. Amen. Amen. Ja, ist das nicht ein wundervoller, lebendiger Glaube an Jesus Christus? Hier, cut night. Es ist wundervoll, du stehst morgens auf, das ist nicht vergleichbar mit dem Leben, was man vorher geführt hat. Ja, ich höre dich. Bitte was? Es ist wundervoll, morgens mit dem Herrn aufzustehen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Leben, was man vorher geführt hat. Und deswegen verstehe ich dein Lachen. Es kommt vom Herzen und deswegen ist das Schönste. Amen, Amen. Und ich möchte noch kurz mit dem wundervollen Römerbrief abschließen, wo der Apostel Paulus Folgendes uns mitgibt. 2. Korinther war schon wundervoll und jetzt kommt der Römerbrief, der uns nochmal Trost schenken soll. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gottes, seines Sohnes gleichgeschaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahin alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und damit enden wir das Stück. Niemand vermag uns von der Liebe Gottes zu scheiden. Das nennt man lebendige Hoffnung, lebendiger Glaube. Das nennt man wahrhaftiges Wort Gottes, was Balsam für unsere Seele ist. Und nicht Frauen mit schwellenden Busen, die im Himmelreich auf uns erwarten sind. Hör mal ab mit sowas, ehrlich. Ja, wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Hoodies, 72 Hoodies, die im Himmelreich erwarten. Unglaublich. Naja, okay. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Ich beende den Livestream und dann hören wir uns, so Gott will, dann morgen. Ne? Vielen Dank für alles. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Wir beten auch nochmal für unsere verfolgten Geschwister in Christus und wir beenden das Ganze mit einem Gebet. Wer auf die Knie ging, dann der soll auf die Knie gehen. Oh, Dankeschön.
Hey Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, an dem wir sehr viel wieder Aufklärungsarbeit machen durften, Herr. Dass wir deinen Namen verkündigt haben überall, dass wir die Finsternis aufdecken durften, Herr. Und du wieder die Nummer eins bist und allen Religiositäten ein Ende gesetzt hast, Herr. Danke, dass du am Kreuz ausgerufen hast, dass es vollbracht ist und der Weg zur Gnade durch dich frei geworden ist. Herr, bitte segne jeden Einzelnen, der hier drin ist. Bitte gebe ihnen das, was sie brauchen, Herr. Löse ihre Probleme, ihre Ängste, ihre Sorgen, Herr Jesus Christus. Und sei immer für uns da. Denn du bist der lebendige Gott, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wir beten zu dir, Herr Jesus Christus, weil du unsere wundervolle Zuversicht bist, auf die wir hoffen, auf den Tag des jüngsten Gerichts. Und wir uns auf deine Seite stellen. Und wir dir danken, Herr, dass du so ein wundervoller Gott bist, der uns retten möchte und nicht die Hölle mit Menschen füllen will. Herr, wir beten auch für die verfolgten Geschwister, die in dir gerade Verfolgung erleiden, denn alle 5 Minuten, das weißt du ja, du siehst ja alles, dass ja unsere lieben Geschwister in dir verfolgt werden, Herr Jesus Christus, und ja durch die Hand der Muslime halt in die Ewigkeit geschickt werden, aber auch durch die Hände der anderen Menschen, die uns hatten, Herr Jesus Christus. Aber du hast uns ja schon vorbereitet darauf, dass die Menschen uns hassen werden, aufgrund des Glaubens an dich, Herr. Daher bitten wir auch, dass du unsere Geschwister segnest, Herr, dass du sie ins Himmelreich eintreten lässt und dass sie wahrhaftig ja, neben dir den höchsten Platz einnehmen dürfen, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Die höchste Stufe bei Herrn Jesus Christus sollen unsere Geschwister, die in Jesus Christus getötet wurden, einnehmen. Amen. 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 Okay. Amen. Ich danke euch von ganzem Herzen, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen. Haltet am Herrn fest, lasst los von Religion und kommt zum lebendigen Glauben für all diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Dankeschön von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen, so Gott will, zu einem weiteren Wahnsinnsstream wieder. Okay. Gesegnete Nacht. Ja, ich musste wieder gerade denken, was ich mir wieder heute für Diskussionen da reingezogen habe. Aber möge der Jesus Christus jeden Einzelnen auch von Ihnen segnen. Ne? Ja. Oh, danke dir, danke schön. Ich bin ziemlich müde, ich habe noch nichts gegessen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was essen. Und jo, ich muss auch noch kochen. Okay, gesegneten Abend. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Okay. Ja, ciao. 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 Ciao.